Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chocobos Magical Dungeon 2. In der letzten Folge haben wir uns hier so ein bisschen umgeschaut. Sind ja immer noch alleine, weil der... Also waren immer noch alleine, weil der Mock ja weg ist, sich irgendwie verirrt hat, ja nicht mit uns rausgekommen ist. Haben dann noch... sind auf einige Fallen hier gestoßen, haben auch wieder einiges Zeugs eingesammelt, wie beispielsweise das Absorptionsbuch, wenn man das denn so sagen kann. Einen weiteren Trick, der da immer zufällig ist, und eine verbrannte Karte. Und hier, glaube ich, die kalten Karten, ich weiß auch nicht, ich muss immer grinsen, wenn ich sage kalten Karten, weil kaka, haben wir auch eingesammelt und die werden wir dann irgendwann mal absorbieren. Wir müssen ja sowieso ein bisschen Zeug verwenden, weil wir nicht so viel Platz haben. Und wir haben dann die Weißmagierin wieder getroffen, die hat sich mit einem Chocobo unterhalten, mit einem etwas stärkeren, fetteren. Der wollte sie ja eskortieren, ist aber dann nur zu einem bestimmten Punkt gegangen, weil er halt ja selber Angst hat. Und sie hat natürlich auch Angst, aber möchte auf jeden Fall das Geheimnis dieser Dungeon erkunden. Und wir helfen ihr da, weil wir Manns genug sind. Wir haben da nicht so viel Angst. Aber er macht natürlich ein... Wobei, kann ich? Kann ich nicht? Bleib stehen. Ah, nein, was macht der? Wind, okay. Ja, es zieht schon viel ab, aber er braucht halt auch eine Zeit, um das zu machen. Wenn er Wind macht, setze ich einfach mal Blitz ein. Persona-Logik. Persona! Oh, hat funktioniert. Ja, wahrscheinlich hätten die anderen Sachen auch funktioniert. Okay, warte, hier. Kann ich wieder Feuer einsetzen, aber warum? Ich meine, ich sehe doch genug. Ich wüsste jetzt nicht, wieso ich da Feuer... Oh, der ist aber schnell. Hast du keine Mana mehr? Feuer anmachen sollte. Ansonsten haben wir, ich weiß nicht, ob das in der letzten oder in der vorletzten Folge war, wieder so eine Recycle-Box gefunden. Und wenn wir da zwei Gegenstände reinlegen, können wir die anscheinend... Jetzt renn doch nicht weg! So ein Arsch. Miteinander kombinieren. Oh geil, ich habe ein Buch erhalten. Dann lohnt sich das Vermöbeln der Magier doch tatsächlich. Also klar, Gegner vermöbeln lohnt sich ja im Allgemeinen. Also das rentiert sich schon, wenn ich mich nicht zu blöd anstelle. Aber das geht so. Das ist ein nettes, wie gesagt, ein nettes Kampfsystem. Wie gesagt, es ist natürlich sehr angelehnt an solche Spiele wie Diablo und so weiter. Klar. Aber ich finde es hier auf jeden Fall geschmeidiger. Sehr, also viel flüssiger. Faded die verblasste Karte. Okay, wir gucken uns mal die verblasste Karte an. Oh nein! Oh, ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Und ich weiß aber immer noch nicht, was die 40% dazu sagen haben. Ob das jetzt wirklich meine Crit-Chancen sind, also Chance auf kritischen Treffer. Oder ob das jetzt dieses komische Ding ist, welches uns da eventuell jagt. Da müssen wir auf jeden Fall mal schauen, ob wir das dann irgendwann rauskriegen. Ansonsten würde ich mal sagen, oh, warte, da ist ein Gegner. Könnte man jetzt noch hier oben lang gehen? Ja, das sieht gut aus, wobei ist auch nur Platzhalter quasi. Hier könnte man eventuell noch graben, aber ich glaube, das habe ich nicht. Genau, wir haben auch unsere Waffen verbessert. Also wir haben zwei Waffen miteinander fusioniert plus Zauber und jetzt haben wir verbesserte Krallen. Aber sie macht da halt auch nicht so wirklich viel, oder kommt mir das nur so vor? Aber ich schätze, wenn sie was macht, dann ist es sehr gut. Oh! Okay, jetzt wird's, jetzt haben wir mal das Abteil gewechselt, haben jetzt auch eine andere Musik. Und eine Memory-Karte. Warte mal. Blizzard Book. Okay, warte. Ja, warte, warte, warte. Wir warten alle gespannt, Ravon. Nun zeig uns, was du uns zeigen willst. Ja, Blizzard will ich euch gerne zeigen. Wobei, das haben wir natürlich schon gesehen. Sollte auch vielleicht mal gucken, wie es jetzt... habe ich jetzt wieder ein Blizzard Book? Ja, leveln wir doch einfach mal Blizzard auf. Warum denn nicht? Blizzard Book! Warte, das war... Ne, das war die Karte Start. Auch nicht. Wie komme ich nach hier? Spell. Spell Level. Und zwar bin ich mit Blizzard schon Level 2. Ja, Level 3 haben wir noch nicht so wirklich erreicht. Hier mit irgendwelchen Sachen. Aber das ist natürlich so in Anführungsstrichen alles zufällig, ne? Ich kann jetzt hier... Oh nein. Ich kann jetzt hier auch nicht irgendwie farmen oder irgendwie was trainieren. Weil ich natürlich nicht immer weiß, wann ich die Bücher krieg. Nur außer dann vielleicht hier von Gegnern oder so. Cantrip Book. Ah, das ist wieder so ein Trickserbuch. Und hier könnte ich wieder. Ja, aber ich habe doch auch. Hat die nicht auch erzählt, dass man da Sattel reinmachen kann? Oder habe ich keine Sattel mehr?
Ich habe nur noch einen Sattel. Wahrscheinlich bräuchte ich dann zwei. Ja, was passiert denn, wenn ich jetzt den und den da reinmache und dann blitzt? Ist es gut? Nicht, dass das dann schlechter wird. Aber es kann ja nur schlechter... Also, ich weiß es nicht. Wir probieren es mal aus. Ich glaube, ich hatte jetzt vier, ne? Woodclaws. Ja. Ja. Immer noch vier. Aber da standen halt lauter Fragezeichen. Ach, jetzt sehe ich das. Ich würde jetzt mal spontan sagen, dass es schlechter ist. Hitrate, Critical. Aber da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Naja, müsste ich dann die Aufnahme angucken. Oh Gott. Hi. 20. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal ein Level up. Ja, wie gesagt, beim nächsten Mal... Oh, okay, sie kann sich auch verteidigen. Sollte ich dann wirklich vorher mal gucken. Wobei, da stand ja lauter Fragezeichen. Also, ich konnte ja nur ja oder nein machen. Also, konnte man jetzt auch nicht wirklich miteinander vergleichen. Warum auch immer. Aua, das ist nicht so nett. Mir wäre es ganz lieb, wenn ich die HP meiner wertgeschätzten Kameraden irgendwo lesen könnte, ohne ständig auf die Starttaste zu drücken. Aber, naja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Es hat kein weiterer bildlicher Platz. Okay, warte. Ich habe ja noch... Hier machen wir mal Drain. Gebt mir ein wenig HP. Müsste doch HP sein, oder? Drain has... Was stand da? Ich kann das nicht so schnell lesen, Leute. Das ist nicht so cool. Ja, ich nehme erstmal... Ah, Moment! Ich habe ja gar... Oh, ich habe ja gar keine Portion. Weglaufen kann ich jetzt auch nicht so wirklich, glaube ich. Hoffentlich reicht der Beben. Beben! Beben reicht! Ah, okay. Was war, wo kam das jetzt her? Mein Gott, wenn der Text nicht so schnell weggehen würde. Treasure-Chest. Ja, Euroburg, Blizzardburg. Blizzardburg, perfekt. Oh, ich liebe dieses Spiel. So, es ich weiß auch nicht. Das ist richtig, richtig geil. So. Ich finde es faszinierend, wie dieses Spiel einfach eine konstante Spannung bei mir halten kann. So immer so dieses, ja, pass auf, ich muss jetzt aufpassen, wo ich lang gehe und wie und habe ich jetzt genug Platz und so. Das ist richtig geil. 17. Wobei man sich jetzt natürlich über den Schwierigkeitsgrad streiten kann, aber vielleicht wird er ja noch. Also es ist okay. So. Aber das war jetzt eine seltene Situation jetzt hier, wo ich wirklich kurz vorm Verrecken war. Quake. Ja, wie immer. Blizzard haben wir ja zweimal. Bam. Und tschüss. Dann ist da noch einer. Oh, renn doch nicht weg. Du Arsch. Aber hat anscheinend keine MP mehr oder so. Habe ich jetzt... Muss ich nochmal kurz gucken, weil ich ja immer noch da bin. Irgendwie nein. Ich hätte natürlich auch schon mal längst die Karte einsetzen können. Hebe ich mir dann halt auf für die nächste Etage. Das nächste Stockwerk. Ja, okay, das ist ja... Da kann ich ja nicht so wirklich lang. Ja, da oben vielleicht. Wobei links... Nein, da links ist ja nichts. Oh, da ist wieder ein Magier. Ich glaube, das reicht. Ja, der bereitet sich schon mal vor. Aber dazu wird er nicht kommen, weil er jetzt tot ist. Blizzard! Fell on the floor, yes! Thunderbolt! Ah, da ist wieder einer. Nein, warte, wir haben noch... Haben wir jetzt... Na, machen wir mal einen Trick hier. Machen wir irgendwas Tolles. Metro... Okay! Schön, dass ich mich ja selbst mit dem Buch selber verletzen kann. Nee, da ist nichts. Okay, dann... Das ist ja gerade respawned. Habt ihr das gesehen? Bleib stehen! Mensch, gleich dreht er sich um und haut mir eine von Latz. Ja, aber leider, glücklicherweise nur zwei. Aber ihre Burg. Ja. Und tschüss. Man könnte natürlich auch aufpassen, welches jetzt mehr abzieht, damit man auch nicht unbedingt das schwächste Buch verwendet. Aber ich glaube, das ist hier noch nicht so wirklich relevant. Hallöchen. Der war, glaube ich, ziemlich heftig. Also machen wir mal Beben. Das hat auf jeden Fall 4 abgezogen. Ich
habe überlegt, ob es nicht vielleicht... Wir greifen jetzt mal... wir greifen nicht nahkampftastisch an. Ich wollte mal sehen, ob es jetzt so einen krassen Unterschied macht, ob ich Bücher einsetze oder selber angreife. Ich schätze schon. Ich schätze, das war riskant und unnötig. Aber wir gehen mal runter und speichern. Warum denn nicht? Jetzt sind wir schon bei 18%. Ich weiß nicht, was das soll. Aber ich weiß, dass ich die Karte einsetzen werde. Oh je. Nach links. Oh nein, bitte nicht zaubern. Bitte nicht zaubern. Ach fuck, ich habe ja gar keinen... Setz mal Hast ein. Und dann geh weg. Warte, wie viel hat sie? Ja, die kann es ab. Die kann es ab. Na, gib mir das Buch. Blitz war nicht so gut gegen den. Habe ich denn noch was anderes? Wobei, ich bin ja im Hastmodus. Also sollte das... Ah, ich bin jetzt nicht mehr im Hastmodus. Okay, warte. Dann bin ich jetzt wieder im Hastmodus. Dann würde ich ihm nämlich einen Blitz von Latz geben und dann nochmal angreifen. Wobei, ich glaube, er greift jetzt auch... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, oh nein, oh nein. Ich glaube, ich bin... Stirb, bitte, bitte, bitte. Was ist das jetzt da? Und heilt mich das oder ist es irgendwas Negatives? Ich würde sagen, wir gehen zurück, oder? Ich will aber nicht zurück. Ich bin jetzt so weit nach unten gekommen. Kann die Olle mich nicht heilen oder so? Ah, danke. Sie ist doch Weißmagierin, also bitte. Magic! Also hier kann ich nicht, hier kann ich keine Magie einsetzen. Blitz. Blitz kriegst du jetzt mal schön in die Fresse. So. Aber sie hat halt auch nicht so wirklich MP, ne? Ich hätte sie mal Shurima nennen sollen, weil da komme ich eher drauf als Shiroma. Ist ja quasi genau das Verkehrte. Blitz! Wobei man sich ja auch wieder streiten könnte, ob das so schlau ist, hier überall die Magiebücher rauszuhauen. Ah, so kann ich. Ja, jetzt hat es mal mit dem Schrägangreifen funktioniert, aber auch nur, weil ich nirgendwo anders hingehen konnte. Ja, da hat es beispielsweise wieder nicht funktioniert. Feuer! Oh ja. Nein! Oh ja, oh nein. Dieses ständige Hin und Her, Wechselbad der Gefühle. Da unten will ich... Na, jetzt pennt die Alte. Okay, müssen wir mal hier bewegen und warten, bis sie wieder aufwacht. So, braucht die Alte natürlich, schätzungsweise, eine Nuss. Eine leere Flasche. Hoffentlich zieht Feuer ein bisschen mehr ab als Blitz. Oh ja, 42, krass, da habe ich auch wieder eine Portion, leere Flasche. Da unten rechts ist was Lilanes. Vielleicht ist das so ein Geheimnis, wo man sich hingraben könnte. Oh nein, noch so ein Vieh. So wie zum Thema erhöhter Schwierigkeitsgrad. Ja, jetzt kommen so die krassen Gegner. Okay, greif mal. Nein, greif doch 16. Okay. Ja, es geht. Aber ich sollte den Nahkampf schon bei den Viechern vermeiden. Dann gehen wir mal dahin. Wobei, da kommen wir wahrscheinlich gar nicht hin. Weil das hätte mir dann die Karte zeigen müssen. Ja, okay. Ja, also sollte ich dann meine Grabklaue mit der Map kombinieren. Sofern ich dann beides habe. Dann gehen wir mal runter. Mach erstmal den hier fertig, so. Oh nein, einfach nur runtergehen. Speicherdings hatte ich anscheinend nicht. Karte habe ich jetzt auch nicht. Zauber habe ich jetzt auch nicht mehr. So, stirb. Stirb. Ja, ich glaube, die andere Klaue war schon wirklich ein bisschen besser. Aber egal. Werde das schon irgendwie schaffen. Da liegen wieder Steine. Aber die sind ja für den Arsch, oder? Ja, 9 Steine. Vielleicht kann ich die Steine ja verbessern und Bomben draus machen oder so. Stirb. Ich hoffe, die Alte heilt mich. Wahrscheinlich erst wieder, wenn ich im gelben Bereich bin. Sonst lohnt sich das ja nicht, sagt sie sich dann auch. Okay, sehr verwinkelt. Nein, 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 nein. Restores, Peanut restores some energy, reduces energy und tschüss. Lass mich in Ruhe. Oh nein, was mache ich denn jetzt? Okay, sie hat ihm den Kampf angesagt. Dann, nein, ich wollte...
Ich wollte mich eigentlich hinter ihr stellen und dann den Stein werfen. Soll ich es riskieren? Ich weiß es nicht. Bitte heile mich! Oh, danke. Boah. Nee, ey. Energy is low. Ach so, das ist wahrscheinlich da um die 10%. Das ist so ein bisschen wie bei Persona. Wenn du zu lang in Tartarus bleibst, ja, Persona 3, da wirst du ja müde. Und dann ziehst du auch nicht mehr so viel ab. Das heißt, im Allgemeinen muss ich dann irgendwann raus, weil er keine Energie mehr hat, weil er zu lange rumgelaufen ist. Dann friss mal das und 40%, alles klar. Dann wissen wir ja, was das ist. Schön, dass wir das auch geklärt haben. Dass Redfield uns dann noch so ein bisschen geholfen hat. Fucking Verwandlung. Ich mache euch trotzdem fertig. So, nein, nein. Schräg, Kumpel, schräg. 14 Crit. War da oben jetzt? Nein, da oben war jetzt auch nichts mehr. Okay. Aber die Prozente gehen ganz schön schnell runter. Wahrscheinlich umso tiefer wir gehen, umso krasser ist es. Wahrscheinlich wegen Luft oder so. Luftmangel. Noch mehr Steine. Hab ich jetzt... Ich müsste ja über... Oh, 17 Steine, dein Ernst? Oh nein, dein Ernst? Ich werf... Nein, nicht equipieren! Wieso denn, wieso sollte man denn Steine equipieren? Wieso steht das überhaupt zur Debatte, dass man das tun kann? Ich wollte das werfen, wie oft denn noch? Wahrscheinlich konnte ich nicht, weil ich nicht in seine Richtung geguckt habe oder so. Da war wieder irgendwas. Hier, jetzt aber. Kick! 5. Ja, aber dafür kann ich halt von hinten angreifen, das passt schon. Ich habe ja genug von dem Zeug. Nein, oh mein... Ich dachte, ich hätte auf den Stein gedrückt. Kick. Und jetzt nochmal angreifen. Super. Aber da oben war, glaube ich, noch was. Wahrscheinlich wieder... Nein, okay. Kein Skelett. Stopp. Stopp. Nein, nicht die Flasche. Stopp. Oh nein. Der will farmen, der Junge. Das lasse ich nicht zu. Komm, verreck doch mal. Jetzt aber. Yes. Oh nein. Ich hatte befürchtet. Ich habe gehofft, dass der nicht aufwacht, aber. Ja, da liegt er sich wieder schlafen. Alles klar. Es ist nichts passiert. Du kannst selber schlafen. Oh nein! Wobei, das ist ja gut. Das ist, glaube ich, Magic Nullt hier. Hier könnte ich ein Feuer anmachen. Wobei, hatte ich. Ich habe doch Feuer, oder? Nee, wahrscheinlich war das vor 5 Minuten. Sollte mir vielleicht mal die kalte Karte anschauen. Dann. Greif ihn halt so an. Kannst mich mal. Dämliches Vieh. Ja, wir gucken uns mal die kalten Karten an. Lost Child. Verlorene Kindkarte. Makes you forget map. Ich kann mit der Karte die... Ach so. Okay. Wieso sollte man es sich selber antun? Oh mein Gott. Ja, glücklicherweise ist ja hier gleich die nächste Etage. Aber ich muss auf meine Energie aufpassen. This place is kinda creepy. Oh nein, das sieht nach einem Endgegner aus. Oh, ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Was? Oh nee, ey, oder? Oh. Auf Wiedersehen. Nicht mit mir, das geht doch sowieso schief. So, haben wir das jetzt auch mal gesehen, hä? Why did I come back here? Ja, warum bin ich mit dir zurückgekommen? Oh, nun, lass uns gehen. Ja, ich weiß nicht, warum das passiert ist, aber lass uns mal wieder zurückgehen, ja. Take a nap, safe. Ja, ich würde sagen, wir speichern mal hier. Das wäre schief gegangen, ne? Früher oder später musste das ja mal so weit kommen. Gibt's hier vielleicht irgendwie so einen krassen Laden oder so? Da kann ich ja nicht lang. Weil jetzt, die Theorie, die bezüglich, die ich, bezüglich des Mogs hab, ist, dass er, dass das wieder storytastisch so passieren musste, weil uns wahrscheinlich nur ein Charakter begleiten kann, so ein bisschen wie bei Grandia. Also da können uns ja 3 begleiten, aber das ist dann nicht so, dass du dann deine Gruppe aussuchen kannst, sondern wenn halt ein neuer kommt, dann geht halt ein anderer, und so wird es wahrscheinlich hier auch so sein, dass wir
nicht mehr mit Mock zusammenarbeiten, beziehungsweise dass die Weißmagierin dann vielleicht abhaut und dann der Mock wiederkommt. Aber stört mich jetzt nicht unbedingt so, weil die ja offensichtlich mehr kann als der Mock. Gut, Leute, ich würde mal sagen, Moment. Ja, wir sind jetzt wieder im ersten Geschoss. Das ist ja echt behindert, ne? Das ist, irgendwo ist es ein bisschen doof, aber gut. Wir werden in der nächsten Folge mal schauen, ob wir wieder runterkommen können, weil ich habe ja jetzt auch hier nirgendwo einen Laden gesehen oder so. Das heißt, wir müssen unsere Gegenstände einfach früher oder später wegwerfen. Ja. Schauen mal, ob wir neue interessante Gegenstände finden, ob wir vielleicht wieder ein paar Bücher finden, um dann letzten Endes den Boss penetrieren zu können, den wir da so halb gesehen haben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.